Ja. Lass mal hier drüben her. Ja. Das ist eine sehr... Nein. Das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. So. Jetzt. Das erinnert mich an diese Lüftung von in so einem Video, so eine Autolüftung, die einfach und die voll aufgedreht hat, dass man die dann so spinnen konnte, und dann hat die sich immer weiter gedreht wie so ein Motor. 2, 3, 1. Okay, das merken wir uns am besten mal. So, zack. So, los jetzt. Hallo. Holy shit! Der gibt ja einige Rubine. Nur blöd, wenn sie runterfallen. Und ebenfalls blöd, wenn man keinen Platz dafür hat. Da in die Richtung. Ist jetzt allerdings auch nicht so, als würden wir die unbedingt benötigen. Ne? Also wir sind echt gut aufgestellt. Selbst wenn in unsere Börse noch mehr reinpassen würde, bräuchten wir jetzt nicht unbedingt die Rubine. So. Mehr Bomben. Finde ich auch immer gut. Gerade wenn wir hier diesen Dinger aufsprengen müssen. Körbe werfen. Ah, hier sind jetzt 3 Kristallschalter. Ist das richtig? Zwei, drei, eins war das, ne? Noch? Nö. Gut, dann machen wir so. 1. Ist auch angenehmer. Dann brauchen wir nicht da die ganze Zeit durch die Gegend fahren. 2. Und 3. Ja, okay. Ich dachte, das wäre... Ich habe mir das von links nach rechts eingeprägt. Wenn man versteht. Aber gut. Er will das auf der gegenüberliegenden Seite haben. Ich habe nur eben, als ich das da aufgedeckt habe, gedacht... Gut, dann ist in irgendeinem anderen Raum, braucht man diese Kombination, und dann habe ich mir das von links nach rechts, wie gesagt, gemerkt. Aber gut, wenn es genau im selben Raum ist. Okay. Kurzen Hänger gehabt, aber pff. Kann man mir verzeihen, glaube ich. So.
Okay, einen haben wir zumindest. Oh. Ja, gut. Aber wenigstens haben wir einen schwierigen schon mal. Und man muss hier anscheinend auch nicht unbedingt hundertprozentig genau sein. Was ich sehr gut finde. Weil das sonst echt frustrierend wäre. Was soll's? Da haben wir ihn. Du hast das uralte Gebilde erhalten. Es ist aus Gold gefertigt und sieht aus wie ein Bestandteil von etwas Größerem. Seine Oberfläche ist mit Schaltkreisen versehen. Schönes Ding. Würde ich mir auf jeden Fall echt gerne hier auch in den Schrank stellen. Jetzt würde ich gerne da drüben hin. Also rechts hinten, ne? Ja. Und ich denke, da können wir... Ja, doch. Okay. Dann haben wir das Ding hier ja fast schon abgeschlossen. Brauchen wir nur noch die letzte Truhe. Und dann zum Boss, ne? Was wäre das gewesen? Ein blauer. Okay. Müssen wir rein? Da sind wir aber gekommen, sagt hier die Karte. Oder können wir von hier aus... Nein, aber von da drüben. Ja, gut. Da drüben ist der Zeitstein, ne? Gut, es würde uns nichts bringen, fällt mir gerade ein. Obwohl doch, er wird losfahren. Und dann, Moment. Kommen wir dann da überhaupt hin? Nein. Ja gut. Gehen wir hier durch den Raum nochmal zurück. Da hatte ich einen kleinen Denkfehler, aber ich kann mir auch nicht alle Räume merken. Nicht schlimm. Gehen wir halt hier einfach zurück. Who cares? So, hau ab. Ups. So. Alles klar. Nein, das ist doch mal so. Wo geht's denn überhaupt her? Da unten auch? Also hier auf der Seite auf jeden Fall. Ja, dann unten. Hier kann man nicht runter. Hier kann man aber runter. Wunderschön. So, kommen wir jetzt auch an die Truhe? Ah! Ja! Klar. Da ist eine Leiter. Ups. So. Ah, und da ist wieder eine Fledermaus. Sah im ersten Moment aus wie ein Insekt. Aber nö.
und ein roter Rubin. Toll. Da wäre ich tatsächlich dann nochmal zurückgekommen. Wenn ich das dann mit dem Käfer geschafft hätte. Braucht man auch jetzt nicht, ne? Ich glaube, so ging es schneller. Ah, oh Gott. Ah! Oh, oh, okay, 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 okay. Gerade so. Nice. Jetzt fährt das Ding hier rüber und öffnet uns das Teil. Sehe ich das richtig? Jawohl. Dann schauen wir mal. Ich würde gerne nochmal... Okay. Oh. Dann so. Hallo. Moment mal, bin ich dumm? Ah, ja, ja, ja. Nein, andersrum, 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 andersrum. Und jetzt passt das. Alles klar. Schön. Dunkler Äonenskorpion, Skorpion, Mologat. Heißt er Mologat? Ich durfte gerade nicht vernünftig lesen, leider. Der ist krass. Der sieht ziemlich krass aus. Nur irgendwie wirkt er so, als ob er nichts könnte. Tut schön weh. Aua. Arschloch. Ich bin hier, um dir weh zu tun. Nicht andersrum. Schönling. Zweimal hintereinander. Du kannst ja doch was. Schönes Dingen, Mann. Hallo. Schön in die Fresse reingestochert. Aufwand da. Und ist er down? Ist er ernsthaft down? Alles klar. Also da war... Der Dungeon aber... 10-mal heftiger als der Boss. Der ganze Sand wird abgelassen.
Und vor uns befindet sich ein Tor. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Nice, wir haben ein Herz dazu bekommen. Und hier, diese Dinger, die haben nichts zu sagen. Okay, ich würde gerne wissen, was da oben ist. Ah, das Tor. Wo wir allerdings nicht mehr durchkommen. Alles klar. Dann los. Zelda hinterher. Okay. Schön. Holy shit. Sieht das edel aus. Und schönes Detail, wie Links Mütze da im seichten Wind flattert. Nice. Los. Wir müssen uns aber beeilen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zelda. Sie spielt und singt. Hui. Da ist der Drecksack, Girahim. Was willst du denn schon wieder? Zelda, schnell! Ins Portal! Felix! Nimm dies, du wirst es benötigen! Dein Instrument? Du hast die Lyra der Göttin erhalten, aber im Moment hast du keinen Plan, wie man spielt. Anscheinend. Zelda, geh ins Portal! Oh! Link! Er ist endlich eingeschritten! Können wir auch gar nichts drücken? Felix! By the way. Zelda, beeil dich! Was ein awkward Moment, Alter. Holy shit. Beeil dich. Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. Hey. Felix. Ah nee, Felix. Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns wieder. Versprochen. Zelda, ey.
Oh. Sie hat das Portal zerstört. Haha, Pech gehabt. Ach, Felix. Ich war bisher wohl so gnädig mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Okay. Kannst du ja gern versuchen. Ich fühle mit dir, Link. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Wirklich? Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Okay. Hirahim unterschätzt uns anscheinend gewaltig. Das wird hinterher noch sein Untergang sein. Jetzt schaue ich nochmal. Was gibt's hier? Oh. Nochmal solche Ameisen. Link. Link! Nimm sie dir! Nein! Oh Mann, ey. Was für ein Rumgehampel das ist. Wir müssen unbedingt das Dingen upgraden. Ionenblumen, Wüstengras haben wir genug. Und das andere, was wir brauchten, war Halbmonde, glaube ich. Kannst du nochmal nachschauen? Ne. Denke nicht. Marugo, Tach. Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen. Aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Und danach will ich zum Siegelhain. Ich hab zu tun. Ja, Bro. Okay. Also, irgendwie willst du immer dahin, wo ich als nächstes hin muss, ne? Muss sein. Oh. Wir können die auch... Ah, cool. Interessant. Na gut, dann lass mal wieder in den Wolkenort zurück. Ins Wolkenmeer. Und wahrscheinlich heißt es auch ins Wolkenort, ne? Naja. Was ich übrigens beschlossen habe, kommt zwar ein bisschen spät, aber lieber spät als nie. Oh. Ich möchte stündliche Parts jetzt machen. Ja, es hört sich etwas übertrieben an. Ich weiß. Aber das Spiel bockt sich einfach so extrem. Und ich habe einfach einen... Oh, scheiße. Ich habe einfach einen zu schlechten Rechner, um halbstündliche Parts zu machen. Das ist einfach so viel Arbeit, was man da reinsetzen muss. Da hat man dann... What the fuck? Ach, die gibt's ja auch noch, ne? Ja, okay. Das sind dann so... Du hast eine Herzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger auf Herzen stoßen. Nimm sie mit, falls deine Gesundheit am Herzen liegt. Okay.
Ach komm, ey, was soll das denn? Komm ich hier? Komme ich vielleicht aus Versehen auf diesen Sync-Knopf? Ah, Moment, Leute, sorry. Aber ich werde dann mal tatsächlich diese Handgelenksschlaufen-Dinger hier an den, an die Joy-Cons dran machen. Weil wenn das wirklich dadurch kommt, dann bin ich immer selber schuld gewesen. Gut. Weiter geht's. Ist allerdings jetzt auch ein anderes Gefühl, ne? Im Zocken. Was soll's? Muss ich mich eben dran gewöhnen. Hauptsache, dieses Problem tritt weniger auf. Und falls es dennoch auftreten sollte, kann ich es auch ruhig wieder wegmachen. Und ich möchte euch gerne mal zeigen, was das hier für Viecher sind. Das ist nämlich so ein kleines Minigame. Ich weiß nicht, was genau das für Wesen sind, aber man kriegt auf jeden Fall Rubine, wenn man dieses Minigame erfolgreich abschließt. Was ist das? Das ist ein blauer Rubin? Okay. Ah, sorry. Frag mich gerade, wer jagt einen blauen Rubin hinterher? Bisschen pointless. Was zum Teufel ist das da? Würde ich mich fragen, wenn ich das Spiel nicht kennen würde. Ihr könnt gespannt sein. Ich überleg gerade. Da die beiden... Ja, komm. Ja, komm. Ich denke, ich werde die Truhen holen. Einfach aus dem Grund, weil da drüben sind jetzt einfach drei Truhen in der Gegend. Ja, ist ziemlich nah beieinander und wer weiß, was da drin ist. Bevor es dann wieder so ein Ding wie mit der Deko-Kerntasche ist, möchte ich das natürlich schleunigst holen. Ziemlich lange, ne? Deswegen immer schön hier diese Booster benutzen. Und dann wird's schon. Weiß gar nicht, was ich so oft auf die Karte schaue. Bis zum Teufel. Was ist denn da oben? Ach, das ist Terrys Insel. Okay. Gut. Musik ist so chillig.
Und? Was ist hier drin? Können wir ihn wieder wegpacken? Nein, den können wir nicht wieder wegpacken. Das tut weh. Ja, gut. Ist im Prinzip aber auch egal. Weil, wie gesagt, wenn man Rubine braucht, kann man sich die hier auch relativ easy farmen. Und genau das werde ich dann auch tun. Wenn der Bedarf dazu entsteht. Gibt es jetzt zwei Schatztruhen? Ich dachte nämlich... Oh, cool. Ein Herzteil. Ich dachte nämlich gerade, dass wir da rein müssten. Tatsächlich, hier gibt es zwei Truhen. Ja, okay. Interessant. Interessant. So. Okay, und ich hätte gern den Käfer da. Nice. Da hat mir das Kiddy auf jeden Fall gut was beigebracht. Gut, dass ich das noch behalten habe. Aus dem Tutorial. Oder aus der, war ja nicht wirklich ein Tutorial, sondern eher so eine, so ein Tutorial-Zeitraum quasi. Alles klar, was ist hier drinne? Hoffentlich was Vernünftiges, keine Rubine. Ach du Scheiße. 400 Rubine für den Arsch. Und ja, es gibt ja auch goldene Rubine. Schade, dass ich das nicht mehr im Kopf hatte. Aber ja gut. Was soll's. Man wird noch genug Rubine bekommen. Und nehmen wir das einfach mal als Lehrgeld. Und zwar, dass wir immer... Okay. Wollte eigentlich zum Bazar, aber na gut. Laufen wir halt ein paar Meter. Und zwar als das Lehrgeld, dass man immer erst vernünftig was kaufen gehen sollte. Was ist das? Eine Bombentasche oder was? Moin. Ah, ich habe ein neues Item. Ich könnte nun eine kleine Bombentasche erwerben. Gut, brauche ich jetzt aber nicht unbedingt, ne? Sonst meine Bombentasche upgraden. Nein. Also wirklich, wieso sprichst du mich an, wenn du hier doch gar nichts zu tun hast? Ach. Ich wollte einfach mal nach dir sehen, weißt du? Hey, willkommen in der Werkstatt. Items verbessern, bitte. Alles klar, das sind die Items. Jawohl, und wir können endlich den scheiß Käfer verbessern. Wir brauchen allerdings Bienenlarven. Werde ich noch holen. Alles kein Problem. Werde ich dann off-cam holen. Wir werden jetzt... Ein Schattenkristall? Wo kriegt man den denn her? Finsterhalbmond? Hier, das können wir auch nicht machen. Noch nicht mal das können wir machen. Ja, alles klar, Alter.
Aber warum denn das? Moment mal, habe ich gerade richtig gesehen? Wir können die Bombentasche nicht... Weil wir noch keine Bombentasche haben. Okay. Ja, okay. Ja, ja. Nehme ich. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Eure Tasche ist bereits voll. Ah, ja, okay. Was ist denn da alles drin? Herzmedaille. Okay. Hi. Willkommen im Itemlager. Willst du das Itemlager nutzen? Klar. Und zwar packe ich... Hat uns nicht irgendwer eine Tasche angeboten? Eine Itemtasche? Ich weiß es nicht. Wir packen auf jeden Fall erstmal das... Die Herzmedaille weg. Das Spiel ist sowieso viel zu easy. Ich weiß, es hört sich arrogant an, aber komm. Ich bin jetzt theoretisch einmal verreckt. Und das auch nur, weil ich da unbedingt da in die Ecke wollte. Hätte ich darauf geschissen, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt in dem Game. Ey, willkommen in der Werkstatt. Ach ja, genau, wir wollten ja noch zu Terry, ne? Hatte er nicht die Itemtasche? Er hatte doch die Itemtasche, oder nicht? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Greifkäfer. Wo strampelt der denn rum, der Junge? Wo ist der? Terry! Da! Komm, mach hin. So, gut. Ach komm! Wird schon noch da rein, ne? Ja, komm, halt. So. Oh Mann, ey. Schleunigst rein da. Hätte man das nicht irgendwie anders machen können? Muss das dann so sein, dass man da so ein Rumgehampel machen muss? Naja. Oh, da ist er. Mit dieser Zusatztasche können Sie ein Item mehr tragen. 300 Rubine ist gekauft. Thank you. Ja, kein Problem, Bro. Das ist eine Zusatzgeldbörse. Ja, nehme ich. 300 Rubine mehr. Und jetzt hätte ich echt gut die 400 Rubine gebrauchen können, ne? Dann nur noch 50 Rubine mehr und ich hätte mir da irgendwie so eine krasse Medaille holen können. Noch eine Tasche? Sagen wir, am letzten Mal hätte ich weniger verlangt? Nein, das bilden sie sich bloß ein. Nein, Bro. Bitte warten Sie einen Moment. Sie sind ganz schön schwer. Wegen Ihnen musste ich wie ein Irrer in die Pedale treten. Und jetzt wollen Sie gehen, ohne etwas zu kaufen? Los, sehen Sie zu, dass Sie wegkommen. Halt's Maul. Ich hab doch was gekauft. Zweimal, bis du mir diese... Auf der Bank. Bis du mir diese Scheiße da andrehen wolltest, die viel zu teuer ist. So, mein Freund.
gibst mir die Kacke jetzt für weniger? Meinetwegen bekommst du auch 350, aber ich habe halt nur 350, ne? Oh, sie haben nicht genug Geld. Wenn das ein Scherz sein sollte, war ja ganz und gar nicht lustig. Das hier ist die Lebenskraftmedaille. Ich weiß keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was die bewirken soll. 1000 Rubine kostet die. Hätte ich halt auch gerne, aber... Kann ich mir halt nicht leisten, ne? Bitte warten Sie einen Moment. Die sind ganz schön schwer. Ja, ja. Hau rein. Oh Mann, ey. So. Ich weiß gar nicht. Was mache ich hier als nächstes? Im Wolkenhort. Irgendwie habe ich Bock, hier noch irgendwas zu machen. Auch das Gefühl, dass man hier nicht mehr viel machen kann, ne? Gut, ich glaube, ich gehe noch mal schauen, was man hier so erledigen kann. Roulette hätte ich halt Bock. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob das... Ob der irgendwas für uns hat. Gut, ich glaube, wir gehen mal zur Kürbisinsel. Und schauen, ob der einen Auftrag für uns hat. Und wenn wir es schaffen, können wir nochmal eine Runde Roulette spielen. Das ist Drecksvieh. Nein. Ist hinter uns. Mann, man trifft die Scheiße nicht. Wenn man es wenigstens anvisieren könnte, ne? Na, was soll's. Ich darf nicht so viel Zeit verschwenden. Weil für den Part habe ich noch so knapp 20 Minuten. Und das ist halt nicht viel, wenn ich noch über die ganze Map reisen möchte, ne? Okay, er hat wieder was für uns. Du bist wieder da, gerade rechtzeitig. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Als nächstes wirst du uns bei der Kürbisernte helfen und ich will keine Beschwerden hören. Vergiss es. Du bist echt ein Vogel. Hast du gar kein schlechtes Gewissen, wenn du Mist baust? Nein, Mann, Spaß. Na gut. Es dürfte dir leicht fallen. Du hast doch bestimmt das Kürbisfeld draußen gesehen. Ich möchte, dass du die Kürbisse in das Lager trägst. Weitere Einzelheiten erfährst du von Kabocha. Na, vergiss nicht, auf meinem Kürbisfeld wird nur tagsüber gearbeitet. Wer kann schon sagen, was passiert, wenn man Kürbisse nachts erntet? Okay. Gut, da ist er. Hi! Hi! Dann ist es beschlossene Sache. Du hilfst uns also bei der Kürbisernte. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Hast du eine Ahnung, wie schwer diese Kürbisse sind? Ach, du glaubst also, die Arbeit hier wird das reinste Zuckerschlecken? Ha, dann lass uns das Ganze doch etwas spannender gestalten. Versuch, 5 Kürbisse gleichzeitig zu tragen. Aber Vorsicht, lass dir Zeit, sonst fallen sie dir auf den Boden. Also bist du bereit? Ja.
Dann lass uns Nägel mit Köpfen machen. Ich zeig dir, wohin die Kürbisse gebracht werden müssen. Gib dein Bestes. Und da hinten ist das Lager. Wichtig ist, dass du nicht zu hektisch wirst. Versuch langsam zu laufen. Sollten die Kürbisse nach rechts fallen, dann geh nach rechts. Und wenn sie nach links fallen wollen, na, dann beweg dich halt nach links. Gerate nicht in Panik und renn bloß nicht. Okay. Ja, ist ein lustiges Minigame auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Ich wusste, du würdest es schaffen. Du hast tatsächlich alle Kürbisse ins Lager gebracht. Das bedeutet dann wohl, dass es hier nichts mehr für dich zu tun gibt. Hab vielen Dank. Ja, kein Problem. Der alte Sack will sich an die ranmachen. Ja, ein bisschen außerhalb seiner Liga, würde ich sagen. Aber gut. Was soll's? Erstklassige Arbeit. Wie es aussieht, hast du alle Kürbisse geerntet. Nee, da sind noch welche, aber na gut. Trotzdem, deine Schulden für den Kronleuchter sind damit noch lange nicht beglichen. Wird schon noch was einfallen. Komm aber später wieder. Okay. Und, ja. Ich musste da eben etwas ruhiger sein, während ich die Kürbisse getragen habe, weil ich hab... Ich hatte da jetzt keinen Bock, das, tausendmal hintereinander zu machen. Was zum Teufel ist das hier? Dachte, ich könnte hier graben, aber nö. Benötigen wir wahrscheinlich... Oder können wir wahrscheinlich hinterher nochmal was machen. Mit einem ganz anderen Item. Mal schauen. Ja. Und jetzt zum Schluss gehen wir nochmal auf die Roulette-Insel und schauen, ob der da was Neues hat. Ich hoffe es. Weil ich würde auch gerne mal ein paar Rubine farmen. Oh. Hier ist der Booster. So, let's go. Jawoll, schön. Den haben wir. Haben wir richtig fett eingesackt. Alles klar. Und... Ja, komm. Nice. Und da sind wir auch schon hier. Ah, ja. Meine Roulette-Scheibe ist von hier runtergefallen. Ohne sie kann ich meinen Traum nicht verwirklichen. Sie hat mir immer so viel Kraft und Antrieb gegeben. Doch nun, fort. Fei? Kannst du weiterhelfen? Dies ist der fröhliche Dodo.
Er leitet das Sturzroulette, bei dem man mit Geschick und ein wenig Glück reich werden kann. Seine Liebe für dieses Spiel ist nicht zu übersehen. Okay. Von hier aus, sagst du? Muss das Ding ja in die Wüste gefallen sein. Kriegen wir das vielleicht noch hin in diesem Part? Ja, dann wird er vielleicht etwas länger, aber... Wenn ich sowieso Stundenparts machen will, dann kann ich die 5 bis 10 Minuten Überlänge auch noch verkraften. So. Los geht's. Bewege deinen Zeiger zu der Vogelstatue, zu der ich dich hinbringen soll. Ich würde sagen, hier, einfach mal in die Mitte, ne? Zu dieser Vogelstatue reisen? Ja. Ich glaube... Ich weiß noch, dass das hier in der Gegend ist. Müsste hier zumindest irgendwo sein, oder nicht? Okay, da ist auf jeden Fall wieder ein Bernsteinhalbmond, den ich mir nicht entgehen lassen will. Was ist da drüben? Bin mir ziemlich sicher, das Rad ist hier in der Gegend. Oh, hier sind aber auf jeden Fall nochmal Zikaden, die echt asi zu fangen sind. Fei, kannst du nicht mit der Aurasuche das machen? Ging das nicht auch mit der Aurasuche? Warum will sie das denn jetzt nicht machen? Sie ist so assi, ey. Sie ist so assi. Ich hasse dich manchmal, Fei, ehrlich. So, hoch mit dir. Vielleicht müssen wir ihn öfter ansprechen. Und irgendwann sagt er dann, ja, kannst du mir vielleicht helfen? Oder wir sagen, ja, wir wollen helfen, oder was auch immer. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wo ist denn das Roulette? Das ist da drüben. So. Gut, da sind wir jetzt fast schon wieder drüben. Und? Meine Roulette-Scheibe. Ist das Ihr Ernst? Ja gut, dann werden wir das wahrscheinlich wann anders machen müssen. Schade. Finde ich sehr schade. Ah ja gut. Was soll's? Dann... werde ich jetzt noch... Ja, ich werde jetzt noch hier drüben hinfliegen, klar, aber
Ich habe auch überlegt, irgendwie Offcam Rubine zu farmen, aber das lasse ich. Weil ich habe halt nicht wirklich Bock, irgendwie dumm durch die Gegend zu laufen. Und dann irgendwie Rubine herzukramen. Ja, was soll's? Oh, es gibt sogar eine Cutscene, okay. Oh, was zum Teufel? Bardo! Oh, Felix, Hilfe! Ah, oh, Bardo! Ah, oh, 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 oh! Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Felix? Wow. Das sind nur Vögel, Bro. Was waren das für winzige Vögel? Und was ist das da? Das ist nur ein Gerone, Bro. Entspann dich mal. Aber wie, was? Wer war, wieso? Wo? Wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ja. Ich hab mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Was ist das für ein Ort? Weißt du es? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte auch gar nichts sein, oder wie war das? Entspann dich erstmal und lass mich bitte los. Dankeschön, Bro. Ganz komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist Zelda nun in Sicherheit oder was? Ich denke. Gut. Sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Das ist gut, so ein Glück. So, Felix. Ist eigentlich ja ganz nett. Es fehlt nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Bardonien. Halt's Maul. Sorry, Bro, das ist schon benannt, eigentlich. Was sagst du da? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sie Zelda aufhält? Alles klar. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran. Von jetzt ab? Okay. Von jetzt an werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Ich werde um Zeldas Hand anhalten. Sie wird Ja sagen. Wir werden für immer glücklich sein. Sorry, Bro, aber so läuft das nicht. Du musst dir also gar keine Hoffnung mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben, Felix. Okay. Ja, sehr bescheiden wieder, der Bardo. Mit ihm hier können wir reden. Das werden wir allerdings im nächsten Part machen. Ich werde hier jetzt noch zusehen, dass ich ein paar Vögel gefangen bekomme. Und bedanke mich in der Zeit auch schon mal fürs Zusehen. Lasst gern ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und dann schaltet auch beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bis demnächst und ciao.